dazu, hallo und herzlich willkommen jetzt hier zu einem nächsten Video jetzt von How to Get a Unicorn. Und ja, wir haben jetzt hier wieder einen speziellen Mod, würde ich jetzt mal sagen, nennt sich Tracers Mod. Das bedeutet, wenn man schießt, sieht man den Tracer besser vom Schuss. Genau, den da also. Das sind zwei Schüsse. Der Mod berechnet den Winkel, den Austrittswinkel und irgendwie den Eintrittswinkel. Und ihr müsst immer den linken betrachten, wenn ihr jetzt hier so schießt, seht ihr den bei euch. Und so könnt ihr auch von den Gegnern den ganz gut sehen. Und der rentiert sich halt für Artis, finde ich. Da sieht man den auch, soweit ich weiß. Aber wenn der jetzt hier schießt, seht ihr? Man schießt da ein, mit der eigenen sieht man. Man sieht halt die Spur viel deutlicher. Weil jeder Schuss hat ja so eine Spur. Und man sieht sie nur ganz leicht in-game. Aber schade, dass Gegner jetzt nicht schießen, ganz ehrlich. Weil normalerweise müssten die auch so eine Spur haben. Oh, komm schon. Ey, doch hier so offen. Bots, tut mir doch den Gefallen. Oh, lol, der ging drüber. Nevermind. Es ist immer etwas verwirrend, wenn man jetzt hier so die Linien sieht. Oder am Anfang. Genau, also von den Gegnern sieht man das auch. Und man sieht ganz schön, wo der Austrittswinkel ist. Also, wahrscheinlich ist es extra gemacht, dass man sieht, wo der Panzer steht. Nice gebounced. So. Genau. So. Da ist noch einer. Nö. Dann fallen wir hier runter. Und haben uns nichts hier gemacht. Weil manchmal fällt man da runter, fährt gegen den Baum da und man ist tot, weil der Baum hat dann den Kill bekommen und man ist dann tot. Aber das ist auch eine sehr schöne Mod, dass man sieht genau, wo der Schuss herkam. Wer war das jetzt denn alles? Man weiß zwar nicht, welcher Panzer das war, aber man sieht halt nur direkt, wo der Schuss herkommt. Das ist schon eine sehr, sehr große Hilfe, sage ich jetzt mal. Vielleicht sieht man auch, wenn der Schuss hier irgendwo abprallt, zum Beispiel sieht man es auch. Oder wie hier ging der Schuss dagegen. Man sieht jetzt schön, wo genau die Kanone des Gegners ist. Wenn man jetzt hier schaut, so genau von da oben kommt es raus. Und ich glaube, wir müssen uns etwas beeilen mit dem Töten, sonst sterben wir noch. Genau, haben noch ein HP. Das ist alles für die Aufnahme. Predicted, das ist alles geplant. Keine Sorge. Und ja. Es ist halt sehr schön. Vor allem, man kann halt noch... Es gibt noch andere Mods, wo man dann so einen roten Tracer hat. Oder jetzt noch einen blauen Tracer. Man kann sich auch noch Mods runterladen, zum Beispiel, wo eine TD einen blauen Tracer hat, eine Art einen roten Tracer. Und jetzt zum Beispiel mein eigenen hat dann einen gelben Tracer, dass man unterscheidet, welcher Panzer wer wo was war, genau. So. Schießen, dass er nicht getroffen wird. Weil es wäre etwas unlucky. So. Wir haben ihn rausgenommen, ohne zu sterben. Und in solchen Fällen würde jetzt halt auch der Drunter-Mod sehr gut helfen, sage ich persönlich. Wenn sie dann halt, wo der Gegner genau ist, muss nicht zu versuchen, durch die Büsche zu aimen. Das ist halt das Problem. Ach, der ist gebounced. Das ist unlucky. Aber okay, dann fahren wir mal weiter, weil da oben auf der Insel ist normalerweise auch immer noch einer. Ach. Jetzt sieht man hier von der Arti den Winkel, genau. Gerade eben gesehen. So. Und ob ich den hier noch erwische? Ohne zu sterben. Das wäre wirklich das. Ja, das wäre wirklich schön, jetzt nicht zu sterben. Ja, Unicorns sterben nicht. Unicorns opfern sich. Sage ich jetzt mal, aber wir haben auch nur noch 8 Schuss. Also im Tetris sollte man nicht so blind feuern, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt, ich schieße jetzt nur hier so blind wegen den Tracern halt am Anfang. Okay, er ist getrackt. Blub. So. Treffer. Noch ein Treffer und jetzt ist er tot. So. Und man sieht hier auch wieder schön, wo die Kanone ist und alles. Jo. Das war jetzt der Tracer-Mod vom dem Panzer her. Und wir haben, oh, 5 Gefechte. Schon mal 5. Sieg haben wir. Kann man machen, muss man mir nicht geben, aber ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das auch mit einer Arti geht. Der wir, würde ich sagen, holen wir uns jetzt noch eine andere Arti.
Und ich wäre für die, keine Ahnung, für die Brettenartie, sag ich jetzt mal. Haben jetzt genug freie Erfahrungspunkte, machen das mal schnell frei. Und sind diese Artie, genau. Die Artie ist hier, so schön. Munition noch schnell reinmachen. Genau. Und dann geht's mal rein ins Gefecht. Das ist jetzt auch noch ein Boardgame. Von den Boardgames werden immer fünf, also die ersten 10 Boardgames werden gewertet, wenn man dann angeblich das Spiel verstehen sollte. So, dann gibt's aber Leute so, die haben dann eine WN 8 von 200, 100 und die haben das Spiel nicht verstanden. Und genau diese Leute mache ich diese Videos, dass die verstehen, wie ich ein Unicum werde, wie ich meine WN 8 pushe von 100 auf 3000. Wie komme ich da hoch, dass man nicht mehr, mich nicht mehr als Noob bezeichnet, sondern mich als Senpai. Dass man mich schlägt als, oh mein Gott, er ist so gut, er ist ein Gott für mich. Teach me, please. Genau, das will ich euch halt reichen beizubringen, wie man das alles macht. Und deswegen, ja, spielen wir jetzt auch hier. Ich habe jetzt halt auch wieder kein Wallons Red Ball Mod drin, weil ich immer nur einzelne Mods stellen werde. Und ja, mal schauen, ob das ja auch mit den Tracern von der Artie geht, dass man von den Gegnern her sieht, wollte ich sagen, weil man sieht ja den eigenen immer. So. Der hat jetzt 165 Schaden. Das ist schon ordentlich. Sieht er, der Leute da fast One-Shot. Aber okay, wir schießen jetzt einfach mal so. Und wir sehen hier auch plöpp. Sieht man schon, wie der Schuss gefallen ist. Deswegen. Wir spielen jetzt einfach mal TD mit der Arti, damit die Runde schneller vorbeigeht. Und ihr den vielleicht auch viel besser seht, wie dieser Mod funktioniert. Genau. Von oben jetzt her. Weil er eh jetzt gleich ein paar Gegner kommen, genau. Dass hier so schießt. Genau, da hat man jetzt seinen Schuss viel besser gesehen. Und von den Gegnern her auch. Geht mit genau den Schusswinkel. So. Da kommt jetzt hier auch noch ein Gegner. Und Schuss. Ach, der ging leider daneben. So, egal, wir können ja schießen. Wir haben keine relativ geringe Nachladegeschwindigkeit. Da ist leider ein Berg, da kommen wir nicht dran. Das ist unlucky, so. So, wir haben ihn getroffen und getrackt. Deswegen kommt auch oben kritischer Treffer und verursachter Schaden. So. Er hat aber allerdings repariert. Wir laden nach und Schuss. 81 Schaden. So. Die Arti ist nicht wirklich das Wahre, um zu one-shotten. Allerdings, ja, es reicht, um die Mods vorzustellen. Schuss. Da sieht man wieder immer schön, wo der Schuss dann so abkackt. Ist immer etwas blöd. Aber na gut. Passiert eben. Und da ist der nächste Gegner weg. Jo. Ach, da sieht man jetzt auch zum Beispiel hier, wenn der Gegner unspottet ist. Und dann sieht man jetzt hier auch den Schuss, wie gerade eben hat man gesehen. Das war jetzt unserer, der hat getroffen. Dann sieht man jetzt auch, so, da ist der Gegner drin. Und dann drückt man jetzt auch hier zum Beispiel bei der Arti, wenn man jetzt hier fest drückt, drückt man die rechte Taste und geht einfach, kann man frei weg. Und dann ging es hier vorne hin, leider. So. Irgendwo ist da noch ein Gegner. Eventuell. Nein, der ist jetzt schon weg, aber ja, schön Tracer gesehen. Da kann man auch immer dann sagen, von wo der Schuss kam, wer oder was. Immer praktisch, wenn man dann so einen Captain in TD hat oder so eine Arti zum Countern. Ist immer göttlich, wenn man dann sieht den Tracer. Ach, da kam es her. Da muss er sein. Schade, dass in Botgames leider keine Artis drin sind, sonst würde ich es euch halt zeigen, wie das funktioniert. So. Er ist tot. Okay. Dann rummeln wir mal vor und holen den anderen PZ da vorne. Auto-Aim rein und Schuss. Ach, leider daneben. Und wir trinken fast. So. Das gerne aufhören zu schießen, Bro. Sonst sterben wir noch. So. Das Schöne ist, da hat jemand vielleicht einen Felsen und da, der Gegner kommt nicht dran.
So. Ah, die drehe ich bitte. Da oben ist ein fast Full-Life-Panzer. Da kommen wir leider nichts wirklich ran. Also, die sind halt die Tracers und das ist Nachtschlacht. Und die Reichweite da, die ist halt begrenzt. Sieht man jetzt auch wunderschön hier in dem grünen Kreis hier von den, auf der Minimap hat WG eingebaut, weil es gibt ja auch so Mods, da sieht man alles, hat man vorher alles gesehen und die meinen sich, boah, da jetzt Leute, die haben wirklich clever gemacht, das hilft wirklich gut und das ist angeblich nicht verboten, also machen wir das rein. Schuss braucht 5 Stunden, bis er ankommt, aber man hat den Tracer gesehen. Da wir 5 Stunden brauchen, aimen wir auch 5 Stunden vor und treffen. Um mit einer Arti zu treffen, wenn man vor ihm, das ist die Kunst. Fahrzeuge aus der Fahrt zu treffen. Wer das packt, der ist keine Artis fahren. Ich hoffe, wir können nicht unseren eigenen. Ja, wir hätten getroffen, also. Das wäre nicht schlecht gewesen. So, das wäre jetzt auch wieder mal eine Mod-Vorstellung. Das nennt sich Tracers Mod. So ähnlich, glaube ich, irgendwie. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Mod haben möchtet und sonst irgendwas mal mit Tracern hört oder seht im Internet, ist das okay? Draußen war kurz irgendwas Komisches. Never mind. Auf jeden Fall, das ist dann wahrscheinlich dieser Mod, dass man die Tracer sieht von den Panzern. Die werden dann nur verdeutlicht. Boah, kann nicht mehr reden. Okay, gut. Bevor es schlimmer wird mit deiner Stimme oder mit meiner Sprache, würde ich es jetzt mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auch mega über ein Abo freuen. Ich mache wieder unten meine Facebook-Page und meine Twitter-Page unten rein. Und dann sieht man sich in den nächsten Videos. Haut rein. Ciao.